Es ist Mittwoch und liebe Geschwister, ich darf euch begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist, Matthias. Moin, Heiko. Ja, freue mich auch. Wir haben einen sehr interessanten Text und wir werden einiges dazu hören. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns ansprichst durch dein Wort und dass du mitten hineinredest in unser Leben. Danke, dass wir bei dir die Antworten auf unsere Fragen finden können. Du hast uns viele Verheißungen dazu gegeben, dass wir dich befragen, dass wir dir unser Gehör zuwenden, dass wir ja unser Leben ausrichten nach dem, was dir wichtig ist und was dein Ratschluss bedeutet. Und so bitte ich dich, dass du uns die Weisheit schenkst, genau das zu ergründen und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass dein Wort nicht nur gehört wird, sondern dass wir auch Täter deines Wortes werden. Und all das, was wir dazu brauchen, Herr, das erbitten wir von dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Heute einen Text aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 6 und es geht um die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyt aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Ja, wenn man jetzt sich diesen Abschnitt anschaut, dann fällt erstmal der letzte Vers auf, weil das so das wiedergibt, was man sich für Gemeinde wünscht. Diese wunderbare Vision und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Wenn man sich das mal vorstellt, das würde hier in Osnabrück geschehen, dass die Gemeinde in Osnabrück wächst und riesengroß wird, dass man von ihr hört, auch als jemand, der vielleicht mit Gemeinde oder mit dem Glauben an sich vorher gar nicht viel zu tun gehabt hat, aber man hört dann von Bekannten, von Freunden, ja, da gibt es so eine Gemeinde und das ist total toll, was die machen. So, dass sogar Priester, dass Theologen, die vielleicht sehr, ich sag mal, sehr lau unterwegs waren, nochmal neu Feuer für Jesus bekommen und sich wirklich hingeben. Das, also allein das, dieses Bild begeistert mich. Ja, mich auch, weil das eigentlich schon ein Ausdruck ist von einer großen Erweckung. Und ja, es gibt auch immer wieder Amtsträger und das gab es auch zu allen Zeiten, die einfach ihr Amt ausgeführt haben, manchmal traditionell, manchmal auch aufgrund dessen, dass sie interessiert waren an dem Posten und dem Ansehen, aber gar nicht so mit dem Herzen dabei waren, gar nicht so von Herzen geglaubt haben. Ja, und wenn die nochmal Feuer fangen und wenn da auch eine Weckung, ich sag mal, bei den Priestern und bei denen, die auch die Gottesdienste leiten, dann hat das natürlich auch wunderbare Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Das ist etwas, was sich lohnt, was wir auch gerne erleben wollen, diese Erweckung. Jetzt gucken wir mal in den ersten Vers. Da wird uns ein bisschen was über die Umstände verraten und auch, wie es dazu gekommen ist. Es war nämlich nicht ein gerader Weg, sondern das ist immer wieder auch ein Weg mit Herausforderungen, den wir mit Gott gemeinsam betreten und mit dem, ja, mit dessen Kraft wir auch diese Hindernisse versuchen, so zu überwinden, dass etwas Gutes dabei rauskommt. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, also es war vorher auf jeden Fall schon Wachstum da. Wir können auch in den Kapiteln vor einiges darüber lesen. Gott schenkte jeden Tag einfach immer wieder Menschen dazu. Menschen, die sich zu Jesus bekehrt hatten. Ja, manchmal sogar Tausende, ne? Wie bei der Rede von Petrus. Aber es war auch ein stetiger Verlauf. Also es gab immer wieder, ne, besondere Gnadenmomente nach besonderen Ereignissen wie Pfingsten oder ja wahrscheinlich auch noch andere besondere Gottesdienste, Sonntage, wie auch immer. Aber es war auch ein stetiges Wachstum. Also das Wort Gottes lief, das Evangelium breitete sich aus, arbeitete an den Herzen und ja, es blieb nicht ohne Effekt.
Ja, wie stehst du denn dazu, dass man öfter mal auch von Theologen oder von sehr engagierten Christen hört, dass es gar nicht so auf Zahlen ankommt und dass das gar nicht so erstrebenswert wäre, wenn es dann Vergleiche gibt? Also, diese Argumentation kann ich recht wenig abgewinnen. Ich finde, wenn man sich nur auf Zahlen fokussiert, dann macht man sicherlich einen Fehler. Aber ich denke mir, natürlich ist es sehr wichtig, dass Leute ernsthaft glauben, dass der Glaube ihre Nachfolge bestimmt und sie wirklich begeisterte Botschafter Jesu Christi sind. Aber Zahlen, einfach das so, ja, weiß ich nicht, zu verniedlichen oder zu sagen, ja, Zahlen ist eigentlich was Schlechtes. Zahlen, das kennen wir aus der Wirtschaft, das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Am Ende sind das alles Seelen, um deren Errettung es geht. Und ich will gerne, dass viele Seelen ins Himmelreich kommen. Ich wünsche mir sehr, dass viele erreicht und errettet werden und nicht in der ewigen Gottesferne sind. Und deshalb, da sind wir so ein bisschen eine Gefahr. Viele Menschen, die alle einen Namen haben, alle eine Identität, alle von Gott geliebt werden, einfach ja unter diesem Begriff Zahlen zu verorten und uns gar nicht mehr mit denen zu beschäftigen, ja. Und das ist zu einfach. Man könnte ja auch sagen, es geht jetzt nicht um Wirtschaftszahlen, sondern hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Person und uns geht es ganz klar um Person. Genau. Und wir freuen uns und wir wissen ja auch, im Himmel wird für jeden Einzelnen, der zum Glauben gekommen ist, ein großes Fest veranstaltet. Also es ist eine himmlische Freude darüber und ich glaube, die sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Wir sollten nicht alles dafür tun, dass wir möglichst vielen Menschen es so recht machen, dass sie einen ganz einfachen Einstieg haben. Also da denke ich sofort an das auch an das falsche Evangelium. Ich denke da auch an Wohlstandsevangelium, wo man den Leuten das einredet, damit sie ja auch kommen. Und die haben ja auch großen Erfolg. Das natürlich nicht. Aber die Wahrheit so klar formulieren und alles dafür tun, dass Menschen wirklich Jesus finden. Ja, genau, das ganze Evangelium verkünden und dabei nicht selbst als Mensch ein Hindernis darstellen. Man kann auch in der Form der Verkündigung, in Wort und Tat, kann man auch nochmal ganz bewusst daran arbeiten, dass man den Menschen so begegnet, dass wir gut verstanden werden, dass wir vielleicht durch unsere Ausdrucksweise, durch unsere Art und Weise, wie wir leben, nicht vielleicht absolut befremdlich sind, sondern na, wie auch dass der Apostel Paulus schon gesagt hat, ne, den Griechen ein Grieche sein, den Juden ein Jude sein, aber trotzdem auf dem Fundament des Evangeliums stehen bleiben, auf dem Wort Gottes. Darum geht's. Und das spiegelt diese Gemeinde auch wider. Und ich denke, zu Recht ist deshalb dieser Abschnitt auch eingefasst mit diesen beiden Versen. Der erste Vers, der erstmal ausdrückt, dass die Gemeinde aufblühte. Und dann auch der letzte Vers, der nochmal deutlich macht, dass es auf diesem Segensweg weiterging. Und dass die Zahl, heißt ja auch, der Jünger sehr groß wurde. Ja, dann gucken wir uns mal an, was dazwischen lief. Ja, also was ja spannend ist jetzt schon zu Beginn, ne? Dem Apostel, bei denen denkt man immer bei der Urgemeinde, ah, da lief alles perfekt, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Man könnte ja vielleicht Lukas vorwerfen, ah, er stellt das zu glatt dar. Ja, und alles wurde geteilt und alles wuchs und viele wurden hinzugetan und sie waren ein Herz und eine Seele. Und Lukas, er macht das recht kurz, dass er diese Darstellung gibt, aber er übersieht hier nicht, dass es auch ein Problem gab. Und er lässt das nicht einfach weg und den Tisch fallen, sondern ja, er beschreibt das ganz deutlich. Und so sehen wir auch, selbst die Apostel, selbst die 12 Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die hatten auch nicht gleich alles unter den Füßen, die hatten auch ihre Schwierigkeiten. Da gab es auch Probleme in der Gemeindeentwicklung. Und das ist auch normal, das gehört auch dazu. Wichtig ist, dass man dann nicht wegschaut, das einfach ignoriert, sondern dass man schaut, dass man ja fußend auf dem Wort Gottes Lösungen findet. Ich finde auch interessant, dass diese Lösung gesucht werden musste aufgrund eines Problems, das ja gerade erst dadurch entstand, dass die Gemeinde gewachsen war. Es ist ja eine Begründung, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren. Also dadurch, dass die Gemeinde gewachsen ist, werden auch unterschiedliche Ansprüche angemeldet. Bestimmte Sachverhalte ereignen sich und die Gemeinde muss sehen, wie sie auf diese neuen aktuellen Ereignisse eingehen kann, wie sie die Bedürfnisse, die sich verändert haben, in der Gemeinde auch stillen können. Ja, und dazu kommt noch, dass Jerusalem hatte so einen Ausnahmestatus, ja. Es war
die heilige Stadt. Und es gab ja schon in dieser damaligen Zeit viele Juden, die in der Diaspora lebten, die im Ausland lebten. Und es gab so damals eine Rede oder es wurde von den Rabbinern überliefert, dass ja womöglich nur in Israel Gerechte wieder zum ewigen Leben auferstehen können. Das hatte dann den Effekt, dass viele ja zu Ende ihres Lebens nochmal aus dem Ausland nach Jerusalem oder zumindest nach Israel gekommen sind, damit sie auferstehen können. Weil es gab diese seltsame rabbinische Überlieferung, ja, dass sonst müssten sie irgendwie unterirdisch eine Wanderung bis nach Israel zurücklegen nach ihrem Tod und die wäre irgendwie sehr beschwerlich und die wollte sich jeder ersparen. Und dann kamen sehr alte Ehepaare nach Israel, nach Jerusalem. Die Männer starben manchmal etwas vorzeitiger und zurückblieben die Witwen. Manchmal die Kinder waren manchmal noch in diesen Ländern im Ausland und konnten nicht für deren Versorgung Fürsorge leisten. Und ja, die Gemeinde wollte nicht wegschauen, aber hat das Problem, das hat sich schnell ganz groß gemacht, ne? Weil so viele auch hinzukamen zur Gemeinde, ja, musste man bald eine Lösung finden. Ja, du beziehst dich jetzt auch auf die griechischen Juden, also hellenistische Juden, und man weiß, dass das Einwanderer waren. Das war jetzt zum Beispiel eine Strömung, die du auch beschrieben hast. Natürlich gab es auch unter den hellenistischen Juden Proselyten. Es gab Einwanderer der zweiten oder dritten Generation. Und wir sehen ja auch, wenn wir die Namen gleich von den Helfern, ich nenne sie erstmal Helfer, wir werden da nochmal im Näheren drüber sprechen, sehen, dass die auch wohl aus dieser Gruppe stammten. Und das waren jetzt keine älteren Personen, sondern das waren Einwanderer der zweiten, dritten Generation, die vorher in der Diaspora waren und dann zurückgekehrt sind. Okay, was war jetzt eigentlich das Problem? Wir haben darüber gesprochen, dass die Bedürfnislage sich geändert hat. Jetzt hören wir auch von den Witwen, im ersten Fall von den Witwen, die nicht mehr versorgt wurden in einer bestimmten Gruppierung. Hier heißt es ja, sie wurden übersehen bei der täglichen Versorgung. Wie kam es denn dazu, dass die Gemeinde versucht hat, die Bedürftigen in ihren eigenen Reihen zu versorgen? Ja, ich finde, das begründet sich auch aus der Nächstenliebe. Das begründet sich dadurch, dass wir sagen, wir wollen wirklich auch schauen, ne, ein Zeugnis zu sein. Wir wollen schauen, dass wir die Liebe unter uns groß werden lassen. Und da kann man nicht Reiche auf der einen Seite haben und wegschauen, wenn es Arme auf der anderen Seite gibt. Und ja, dadurch begründet sich auch, dass man, und ich meine, das war auch im Judentum schon damals sehr stark verwurzelt, also die Versorgung der Witwen wird ja auch im Alten Testament sehr oft thematisiert. Und ja, das bleibt natürlich auch nicht aus in der Gemeinde der Christen und ist wichtig. Und ja, also hier ist ja, dass sie übersehen wurden, wird gesagt. Ich finde es schön, dass das so deutlich geschrieben wird. Das ist sehr präzise. Übersehen heißt ohne Absicht. Es ist nicht mit Vorsatz geschehen. Oftmals, wenn wir irgendwie übersehen werden, auch jetzt in der Gemeinde, ja, da sind wir manchmal zu geneigt, ah, da war vielleicht doch eine Absicht dahinter, warum werde ich jetzt nicht besucht und eigentlich würde ich es mir so wünschen oder warum hat der Pastor mir jetzt nicht noch ein ermutigendes Wort mitgegeben, und das wünschen wir uns ja sehr, aber genauso wie den Aposteln kann es auch uns passieren, Dinge zu übersehen. Und ja, passieren ohne Vorsatz, und es ist wichtig, manchmal erklären sich diese ja, Fehler, diese Dinge, Unzulänglichkeiten, wenn wir Dinge übersehen, dadurch, dass ja zum Beispiel ein sehr großer Workload, ein großes Arbeitspensum da ist, dass vielleicht manchmal andere Dinge sich in den Vordergrund drängen, und da ist allzu menschlich, manchmal was zu übersehen, und so ging es wohl hier auch den Aposteln. Wenn man mal guckt, auch in welchem Zusammenhang das geschrieben ist, also die Versorgung der Witwen war jetzt nicht einfach nur, dass sie nicht besucht wurden oder dass sie keine Gemeinschaft hatten, vielleicht auch aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung, vielleicht nicht an der Gemeinschaft so teilnehmen konnten wie jüngere Leute, sondern es ging ja tatsächlich auch um überlebenswichtige Versorgung, also Lebensmittel beispielsweise. Und die Grundlage war in der Gemeinde dadurch gesetzt, dass sie sich überhaupt darum kümmern konnten, wenn man in den Kapiteln vorher reinschaut, also beispielsweise Kapitel 4 am Ende, ab Vers 32, da sieht man,
wie in dieser Gemeinde auch die Menschen all das geteilt haben, was sie an Gaben hatten. Und nicht nur an übertragenen Gaben, also geistlichen und geistigen Gaben, sondern auch an materiellen Gaben, an Gütern. Die wurden zusammengelegt und man hat tatsächlich als eine Familie agiert. Man hat auch dann versucht zu teilen und denen etwas mitzugeben, weiterzugeben, die selbst nichts hatten. Also für all die Bedürfnisse, die da sind und für die sich Gemeinde auch verantwortlich fühlt, muss auch eine Grundlage geschaffen sein. Und die ist auch herausfordernd, ja? Aber darauf kann etwas Gutes wachsen. Also sie wurden bei der Versorgung übersehen und jetzt sehen wir, wie die Apostel darauf reagieren. In Vers 2, da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Also sie haben beraten, das ist schon mal weise, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn auf diese Situation gut einzugehen. Und dann haben sie gesagt, okay, was kommt denn am Ende dabei raus? Wir könnten jetzt diesen Dingen allen hinterherlaufen und wir sehen da tatsächlich, es ist eine Not und wir wollen diese Not stillen. Aber sie sagen, was ist wichtig und was ist unsere vorrangigste Aufgabe, was ist unsere Priorität? Ich finde, das ist eine unglaublich weise Frage und die sollten wir alle für unser Leben mitnehmen. Manchmal steht man ja wie der Ochs vorm Berge und sieht überall Notwendigkeiten, gerade in der Gemeinde, am Werk Christi. Wenn es um sein Reich geht und den Ausbau seines Reiches, dann sehen wir überall Bedarf. Das kann einen auch entmutigen, es kann einen auch erschlagen und man denkt, oh Mann, wie soll man dem hinterherkommen, gerade wenn man Verantwortung übernehmen möchte. Und dann zu schauen, ich kann nicht alles machen, ich kann auch nicht alles auf einmal machen. Ich denke da manchmal an Mose, der auch versucht hat, erstmal alles alleine zu regeln. Und ja, sein Schwiegervater Jethro hat ihm ja geraten, nee, such dir doch ein paar Leute aus und dann, auf Deutsch sagt man, delegieren. Ja, dann delegiere das. Ja, und das ist schon schön, dass sie hier so sachlich auch, ne, erstmal in Absprache, aber doch in einer ganz großen Klarheit priorisieren. Und die vornehmlichste aller Aufgaben für die Aposteln ist die Verkündigung des Wortes Gottes, der Dienst am Wort Gottes, sicherlich auch das Gebet und das bedarf Zeit. Und ja, ich denke, das merken wir auch immer wieder im Pastorendienst, wie sehr das angefochten ist, wie viele Anrufe manchmal reinkommen und wie viele Dinge, die man so gar nicht auf dem Plan hat und man muss sehr darauf achten, dass man die Gebetszeit nicht vernachlässigt, dass man noch zur Ruhe kommt vor Gott, dass man ja auch genug Zeit dem Dienst am Wort Gottes, ja, Predigtvorbereitung oder ja überhaupt vielleicht im Hauskreis oder in verschiedenen kleinen Gruppen, dass man sich dieser Zeit auch nimmt, was so wertvoll ist, wird oft unterschätzt. Und ich meine, man könnte oft wunderbar aus christlicher Sicht und mit den Argumentationen der Nächstenliebe argumentieren, ja, also natürlich hilfst du da, machst du dies, natürlich springst du überall rein, wo Not ist. Und das sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Vor allem nach außen wirkt das ganz toll. Aber die Apostel sind hier sehr nüchtern und merken, ja, sie haben auch ihre Limits, ihre Ressourcen sind begrenzt und sie müssen mit denen haushalten. Und sie müssen auch nicht alles machen. Und es ist auch ganz gut, dass sie nicht alles machen, weil dann nämlich etwas anderes passieren kann, was jetzt beschrieben wird. Vers 3. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir haben ja den Text gerade schon mal im Zusammenhang gelesen. Wir wissen, was das für ein Dienst ist. Der wird dann auch nochmal beschrieben und dann wird auch gleich nochmal genannt, wer diese Personen waren. Aber als erstes wird auch gesagt, was die Grundlage dazu sein soll. Es wird also nicht gesagt, das eine ist jetzt Diakonie, und das andere ist Mission. Könnte man ja auch diesen Schnitt setzen, dass die Apostel für sich entschieden haben, wir wollen das Wort Gottes als unsere Priorität sehen, die Verbreitung, die Beschäftigung damit. Und das andere ist losgelöst davon Diakonie. Das haben wir auch oft gehabt. Wir haben auch in unserem Bund jahrelang so eine Diskussion gehabt, Diakonie und Mission, wie hängt das zusammen? Hängt das zusammen? Kann man das nicht trennen? Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze. Hier finde ich das schön, nicht nur an dieser Stelle, aber im Neuen Testament immer wieder wird darauf Bezug genommen, dass Diakonie niemals losgelöst sein kann, auch von der Nachfolge, auch die Diakone. Richtig, absolut. Und es gibt auch so viele kirchliche Organisationen,
Für die ist zum Beispiel das Anwerben von Mitarbeitern, da ist es keine Voraussetzung, dass du Christ bist, dass du Jesus liebst und nachfolgst. Und da bleibt natürlich auch die Verkündigung von oder die Weitergabe von Jesu Liebe auf der Strecke. Auch das Evangelium kann nicht weitergegeben werden. Das ist sehr einseitig. Man kann dann praktisch nur karikativ helfen. Und da geht viel verloren. Und ich verstehe manchmal diese Diskussion, ehrlich gesagt, nicht. Weil jetzt hier in Apostelgeschichte 6 ist so eindeutig, dass das dazugehört. Ja? Dass auch das karikative Helfen, ein geistlicher Dienst ist, dass man das nicht voneinander entkoppeln kann. Das ist richtigerweise gesagt, ja, es wird delegiert an andere Männer und da gibt es Voraussetzungen für diese Männer. Das kann nicht jeder machen, auch wenn man sagen könnte, ja, jeder kann doch irgendeine Suppe anrühren und austeilen und der kann das auch liebevoll machen. Nein, es gibt hier Voraussetzungen und das sind drei Stück. Erstmal sollen sie voll des Heiligen Geistes sein. Also das setzt Glauben voraus. Du kannst nur voll des Heiligen Geistes sein, wenn du Jesus glaubst und ihm nachfolgst. Und voll Weisheit, also Leute, die anerkannt sind, dass sie weise sind, wo man weiß, oh, wenn die was sagen, das hat Hand und Fuß, die sind überlegt, bedacht, auch sicherlich ganz tief im Wort Gottes verwurzelt und wissen dadurch auch immer Zeugnis zu geben aus dem Wort. Und dann eben auch, dass sie einen guten Ruf haben, ein gutes Zeugnis. Also das hat sicherlich auch die Verwaltung von Finanzen bedurft. Ja, wenn du dich um die Versorgung der Witwen kümmerst, gehst du mit Geld um. Und dann geht es natürlich auch darum, und das ist ja jetzt hier auch das Problem, zumindest zu Anfang, dass man gerecht aufteilt und dass auch nichts in die eigenen Taschen fließt und dergleichen. Und da braucht es Leute mit gutem Ruf. Und ich denke, öfter, das sage ich jetzt mal relativ steil daher, wollen wir Voraussetzungen immer sehr weit unten ansiedeln und sagen, ja, was soll das immer mit den Voraussetzungen? Und wir denken, das passt schon, das geht schon. Hauptsache, er ist engagiert. Hauptsache, irgendwie, er ist recht kommunikativ und kann gut mit Menschen. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Es ist ein geistlicher Dienst. Es ist interessant, dass du die drei Vorbedingungen erklärt hast, wie ich finde, sehr einleuchtend. Eine vierte wird auch genannt und es war mir fast klar, dass die untergehen könnte. Deshalb benenne ich die jetzt auch nochmal. Ja, es spannend. Ist in eurer Mitte. Da fängt das bei mir nämlich schon an mit den Vorbedingungen. Es bedeutet, dass es jemand aus den eigenen Reihen ist, der auch richtig integriert ist, also nicht am Rande steht. Ich schätze das nämlich auch total wert in unserer Gemeinde, wenn wir solche Mitarbeiter haben, die vorher auch schon dabei waren. Man kann auch nur in einer Gemeinde mitarbeiten, wenn man richtig da drin ist, wenn man auch in dem Geschehen drin ist, wenn man die Beziehungen pflegt in der Gemeinde, wenn man sich auch nicht selbst herausnimmt. Ich habe oft gesehen, wie genau dieser Punkt nicht erfüllt wurde. Also manchmal aus äußeren Umständen heraus, dass eine Person sehr engagiert war. Und es sind ja gerade Männer und Frauen, die in ihrem normalen alltäglichen Leben sowieso sehr engagiert sind, die man in der Gemeinde auch sehr gut gebrauchen könnte. Und die haben dann auch ihre Limits. Und dann denkt man immer, ja, aber wenn du diese Person, die so engagiert ist und die auch genau die richtigen Gaben mitbringen könnte, wenn die dann das trotzdem macht. Und dann geht man so Kompromisse ein und sagt, ja, gut, ich weiß, du bist das halbe Jahr immer unterwegs, sitzt im Flugzeug, ja, weil du so einen Beruf hast. Aber trotzdem wäre es ganz toll, wenn du einen Ältestendienst versiehst und so weiter. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, dass das auf Dauer für keine Seiten gut wäre. Ja, weil man dann vor allem auch die Bedürfnisse der Gemeinde nicht wahrnehmen kann. Deshalb auch aus eurer Mitte, ne? Einer von euch, einer, der die Nöte, die Bedürfnisse kennt, die Sorgen und Wünsche. Einer von uns, mit dem wir uns auch identifizieren können. Und das werden wir gleich sehen, dass das beherzigt wird. Und das ist genau das. In der Mitte, dann kennt man auch die unterschiedlichen Bedürfnisse. Man sieht auch die Gemeinde im Zusammenhang. Es gibt auch ein Leiden, das dadurch entsteht, dass jemand immer nur in einer bestimmten extremen Gruppe, die eine Haltung am Rande der Gemeinde ist, hat und da seine hauptsächlichen Beziehungen pflegt und auch in diese Atmosphäre hineingezogen wird. Und sich dann als ein Vertreter dieser Richtung sieht.
Und egal wie schlau man das versucht anzustellen, das ist immer für alle Beteiligten ganz eindeutig, ja, dass das diese Sachlage ist. Und es ist nicht heilsam. Es ist gut, dass man in der Mitte der Gemeinde steht, nicht irgendwo in einer Partei und auch nicht, dass dieses Bedürfnis hat, eine bestimmte Partei oder eine bestimmte Theologie oder eine bestimmte Gruppe zu vertreten, sondern die Personen, die leiten, müssen aus der Mitte herauskommen. Und es geht hier um Leitungsdienst, es geht hier um ganz viel Verantwortung, es geht darum, Menschen zu versorgen, ihnen das Nötigste zu geben, damit sie überleben können. Okay, ja, also seht euch um danach. Ist auch interessant, hier wird nämlich schon das erste Mal delegiert. Ja, richtig. Das ist ja eine Aufforderung, ne, an die Brüder. Es ist auch interessant, dass so etwas der Gemeinschaft anvertraut wird. Also schaut euch um, wir geben euch die Grundlagen mit, wir geben euch die Orientierung, nach denen ihr überhaupt auswählen sollt. Aber das machen nicht wir, wir bestimmen nicht die Person, sondern das macht die Gemeinschaft. Ja, das finden wir auch im 5. Buch Mose, Kapitel 13, meine ich. Nee, 1, Vers 13. Und da ist es so, da dürfen die verschiedenen Stämme, also die Mitglieder der verschiedenen Stämme, sich Oberste raussuchen. Auch, ne, gelten da besondere Voraussetzungen und die dürfen vorgebracht werden und die möchte Mose dann einsegnen. Ne, die brauchen auch einen guten Ruf und sollen auch voll Weisheit sein, damit sie die Rechtsstreitigkeiten regeln können in den verschiedenen Stämmen, damit, wie du das schon erst angedeutet hast, Mose hat am Anfang versucht, alles zu machen, dass er aber am Ende nicht mehr alles machen musste, dass es Leute gab, die kleineren Probleme oder mittelgroßen lösen konnten und dass nur noch die wirklich sehr schwer lösbaren Probleme direkt vor Mose gebracht wurden. Ja, und da war das auch so. Also das hat schon so ein alttestamentliches Vorbild. Schaut mal, wer hat unter euch einen guten Ruf, wer würde diese und jene Voraussetzungen erfüllen. Ihr kennt eure Leute, bringt sie vor und dann ist es jetzt nicht nur ein formaler Akt, ne, die einzusetzen, aber man nimmt doch dann auch die Gemeinschaft, die Menge mit in den Entscheidungsprozess mit rein. Ich glaube auch bei anderen jüdischen Gemeinschaften, auch bei den Essenern, Qumran war es auch so, wenn es bestimmte Dienste gab, hat die Gemeinschaft mit entschieden, wer das am besten ausführen könnte. Das ist eine Art Demokratie, die auch in Gemeinden, finde ich, gut läuft. Es ist nicht gut, wenn man sich immer seine eigenen Leute so an Bord holt, sondern wenn man der Gemeinde da auch vertraut, wenn man sagt, das sind die Grundlagen, auf denen stehen wir, aber nach diesen Grundlagen schaut euch um, welche Personen würden denn dafür gut in Frage kommen. Ja, genau. Also ich finde es sehr gut, dass auch die Voraussetzungen, auch hier in diesem Fall, so klar benannt sind. Also die geben einen Rahmen. Da bekommen die Brüder eine Idee, nach was sie suchen sollen, wer für diesen Dienst geeignet ist. Das gibt die Leitung vor. Und es geht hier nicht irgendwie rein nach Beliebtheit und Popularität. Ja? Das ist auch immer wichtig, dass wir schauen, wir Leute für einen bestimmten Dienst anfragen. Ja? Das ist nicht nur, ist ja, wer von uns ist der beliebteste, wer hat die meisten Beziehungen, sondern ja, lebt er wirklich auch im Glauben? Folgt er Jesus mit Herz und Hand nach? Und ja, die verschiedenen Voraussetzungen dann auch im Auge hat. In Vers 4 geht es dann weiter. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Zwei Dinge, die sie auf jeden Fall nicht delegieren, die sie nicht weggeben. Sie sagen, sie vertrauen da der Gemeinschaft, unter den vorgegebenen Bedingungen auszuwählen. Sie aber legen nicht die Hände in den Schoß, sondern sie sehen für sich immer noch diese Priorität, die sie auch betonen. Dem wollen wir nachgehen, nämlich dem Gebet und dem Dienst des Wortes. Ja, und das ist echt wichtig, das gilt auch heute natürlich noch, dass wir das Gebet und das Dienst des Wortes, dass wir das nicht einfach weiter delegieren können. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Gebetsgruppen geben darf in der Gemeinde und dass jetzt nur die Ältesten oder die Pastoren in der Gemeinde beten. Ja, das ist wunderbar, das ist super wichtig. Am besten betet die gesamte Gemeinde, auch für die Gemeinde, für die Anliegen der Gemeinde, für geistlichen und auch quantitativen Wachstum in der Gemeinde, aber die Zeit muss auch den Ältesten und den Pastoren zur Verfügung stehen, wirklich vor Gott im Gebet für die Gemeinde einzustehen. Ist ja auch immer der geistliche Dienst ein geistlicher Kampf und der wird im Gebet ausgefochten und wir können nur Land im Gebet einnehmen und dann natürlich auch
Die Verkündigung des Wortes bedarf Vorbereitung, bedarf Zeit, auch an unseren Nächsten, der vielleicht gar nicht Jesus kennt, auch evangelisieren irgendwie, weiß ich nicht, im Stadtzentrum oder damals auch im Tempel, ja, das Wort Gottes zu lernen und weiterzugeben. Dafür braucht es auch Zeit und das wollten sie auch nicht delegieren. Und ich finde, dass es auch schon hier ein ganz klares, nüchternes Wort, auch erfüllt vom Heiligen Geist, und sagt, das sind die vornehmlichsten Aufgaben, die ein Apostel zu erfüllen hat und die wollen wir nicht kürzen, die wollen wir nicht irgendwie so an den Rand gedrängt haben. Ich finde es eine gute Sache, dass wir gemäß unseren Gaben auch von Gott eingesetzt werden und da sind wir auch am besten aufgehoben, da bringen wir nicht nur am meisten Frucht, sondern da blühen wir ja persönlich am meisten auf. Ich finde zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst, da habe ich schon etliche Gespräche, aber mir sind natürlich die Gespräche am liebsten, wo es auch genau um das Wort geht, um bestimmte Glaubensfragen, um bestimmte seelsorgliche Aspekte. Wenn es um organisatorische Dinge geht, dann denke ich immer, die müssen dahinter anstehen. Da muss jemand vielleicht auch den Raum dazu geben, dass man seinen Prioritäten und seinen Gaben entsprechend aktiv sein kann, wenn es in der Gemeinschaft geschieht. Und organisatorische Dinge sind ja auch sehr wichtig und die müssen geklärt werden, aber vielleicht dann zu einer anderen Zeit und vielleicht auch mit der Gemeindeleitung. Es muss jetzt zum Beispiel auch nicht immer der Pastor sein, es muss auch Matthias oder nicht unbedingt Heiko sein und manchmal sind wir vielleicht auch gar nicht die besten Ansprechpartner dafür. Ja, finde ich auch so. Also ich finde eigentlich, Kompetenzen sollten übergeben werden, nicht nur der Neigung, sondern auch gerade auch der Begabung entsprechend. Und wir sind nicht in allem die Bestbegabtesten. Das Schöne ist, wir haben ein sehr großes Gemeindeleitungsteam. Da sind viele Begabungen. Aber es könnte sogar manchmal sein, dass noch außerhalb der Gemeindeleitung einige in manchen Bereichen noch stärker begabt sind. Und das gilt auch für uns, die herauszufinden, die zu ermutigen, zu bestärken und auch freizusetzen für ihren Dienst. Vielleicht dann auch wirklich ihnen auch eine Leiterfunktion zu geben, aufgrund ihrer Begabung, damit sie noch andere anleiten können. Und ja, das ist eigentlich spannend. Ich denke, das ist freisetzende Leiterschaft. Das brauchen wir in unseren Gemeinden sehr, sehr viel. Die Personen, die hier ausgewählt werden, Vers 5, das sind Personen, die alle einen hellenistischen Namen haben. Und zum Schluss wird noch Nikolaus genannt. Und in der Luther-Übersetzung heißt es den Judengenossen aus Antiochia. Und im Griechischen hört man heraus, dass es ein Proselyt ist, also nicht mal jemand, der als Jude geboren wurde, sondern der konvertiert ist, der woanders aus einem anderen Hintergrund herausgekommen ist und dann Zugang zu dieser Gemeinschaft hatte. Ja genau, es war ein Heide, würde man so sagen im kirchlichen Deutsch, also jemand aus den Nationen, aus den Ländern, der eigentlich sich zuerst zum Judentum bekehrt hat und dann zu Christus hin. Hat er zwei Bekehrungen schon gemacht. Und hat jetzt vielleicht jetzt nicht Abraham als sein Urvater, aber hat sich bekehrt, ist voll anerkannt, ist aus ihrer Mitte, ja, voll integriert. Das hast du ja auch wirklich sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass das eine Voraussetzung war. Und auch die anderen, das Hellenisten, also mit griechischem Hintergrund oder griechisch sprechendem Hintergrund, da war Aramäisch, also das war die Sprache in Palästina, war nicht ihre Muttersprache, wie bei den anderen. Und so haben die Leute, die vernachlässigt wurden, die ja Bedürfnisse hatten, die nicht gedeckt haben, aus ihren Reihen Leute bestimmt, die natürlich diese Bedürfnisse genau kannten, genau darauf eingehen konnten. Und das Interessante ist, die sind ja jetzt verantwortlich für die Versorgung der Witwen. Und ich würde nicht sagen, nur für die hellenistischen Witwen. Ich würde sagen, für alle Witwen. Und das hier wird auch Vertrauen ausgesprochen, dass sie auch mit den israelitischen Witwen oder denen die da in Judäa oder in Jerusalem geboren sind, dass sie die nicht vernachlässigen, dass ihnen jetzt nicht irgendwie versehentlich derselbe Fehler passiert. Und da kriegen sie auch schon Vorschussvertrauen und das ist auch wichtig. Ich denke, wenn man einen internationalen Hintergrund hat, klar, legen einen die Leute aus der eigenen Nation immer besonders am Herzen, aber ich denke, es ist so wichtig, nicht irgendwie zu klungeln und nur bei sich zu sein und nur die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, sondern einen Blick für die gesamte Gemeinde zu haben und auch die anderen Gruppen nicht zu vernachlässigen und die Gemeinde für sich genauso zu segnen,
wie, sagen wir mal, die engste Gruppe, in der man sich bewegt? Gemeinschaft in der Gemeinde, ja, aber nicht Gemeinde in der Gemeinde. Richtig. Ja, wie geht das dann hier weiter? Also Sie haben diese Person bestellt und wir haben ja gerade schon gesagt, das sind ganz unterschiedliche Leute, zwar mit Gemeinsamkeiten vom Hintergrund, aber auch Leute, die sehr spät vielleicht von außen dazugekommen sind, aber die diese Bedingungen erfüllen. Und da guckt Gott nicht drauf. Gott guckt da nicht, welchen Ursprung wir haben, sondern er guckt drauf, wo wir hin unterwegs sind und welche Schritte wir dazu eingeleitet haben, welche Entscheidungen wir in unserer Nachfolge bereits getroffen haben. Ja, und von diesen sieben erfahren wir von fünf von denen nichts weiteres mehr. Die kommen hier nur einmal erwähnt vor und die füllen ihren Dienst aus. Die machen ihren Dienst und sind gesegnet sicherlich in diesem Dienst. Also dieses Problem taucht später in der Apostelgeschichte nicht noch einmal auf. Also, und ich meine, allein dieses Zeugnis, dass noch weitere große Mengen an Leute der Gemeinde hinzugetan wurden, zeigt, Gott hat das gesegnet. Es gab da nicht irgendwie einen Bruch mit diesem Versehen und dann ging es nicht mehr so gut weiter und irgendwie das Problem konnte nicht gelöst werden. Nein, es wurde gelöst zur vollsten Zufriedenheit. Und jetzt gibt es noch zwei, die kommen uns auch später nochmal vor in der Bibel. Also da haben wir Philippus und Stephanus. Welche kennst du sie denn noch? Die werden ja nochmal für einen anderen Dienst bekannt. Ja, also Stephanus kommt ja kurz darauf nochmal vor. Die Gemeinde wächst und ja, das stößt auch auf Widerstand. Es gibt dann Verleugner und Stephanus kommt dann vor den Hohen Rat und gibt ein Zeugnis ab, das die Herzen der Menschen schon bewegt. Und das ist uns auch überliefert, dann im nächsten Kapitel, Kapitel 7 meine ich. Und er ist dann auch der erste Märtyrer. Ja, Stephanus büßt sein Leben ein für seinen Glauben. Aber in all dem, was geschieht, merkt man, dass er seinen Glauben nicht aufgibt oder Hoffnungslosigkeit Einzug hält, sondern er ist da auch ein richtiges Vorbild für all diejenigen, die ihm dann ja auch nachfolgen auf diesem schweren Weg. Ja, und er beschränkt sich hier gar nicht nur auf diesen Dienst. Ja, er ist ein Mann des Geistes, ein Mann des Glaubens und es ist ein großes Herzensanliegen, das Wort Gottes, das Evangelium weiter zu verkünden. Dann bekommt er eben diese Probleme, die du sagst, weil er so aktiv ist als Evangelist. Übrigens auch Philippus, das sind ja die zwei, die uns in der Bibel als einzige ausdrücklich als Evangelisten bekannt sind. Und das ist spannend. Also die waren auch besonders begabt, muss man wirklich sagen. Also Stephanus konnte keiner widerstehen in seiner Argumentation. Er war so voll des Heiligen Geistes. Und ich wünsche mir so, dass wir auch in unserer Gemeinde so voll des Heiligen Geistes werden, dass wir gar nicht zurückhalten können mit der guten Botschaft und Nachricht, dass sich unser Dienst auch nicht nur auf die Gemeinde beschränkt und sagen, okay, wir haben unseren Dienst in der Gemeinde, den versehen wir treu und von Herzen, sondern dass wir auch so das schauen, wo sind wir unterwegs in der Gesellschaft, in unserem Umfeld und da auch das Evangelium verkünden. Und das ist bei Stephanus und Philippus ganz eindrucksvoll bekannt. Ja, Philippus kennen auch viele durch den Kämmerer aus dem Morgenland, durch die Taufe. Und das ist ja ein Text, den wir ganz gerne auch bei uns schon ausgelegt haben, des Öfteren, weil er so gut gepasst hat, auch zu unseren vielen Taufen, die wir haben. Ja, also es zieht Kreise, es hat auf jeden Fall einen Effekt. Und es hat immer einen Effekt, wenn man auch nicht meint, man müsste alles alleine machen. Ich finde es so gesund, wenn wir auch, egal wo wir in der Gemeinde uns engagieren, immer Ausschau halten nach anderen Menschen, die eine ähnliche Begabung zum Beispiel haben, wo man sagt, komm doch in das Team hinein, schau es dir an, wenn wir die Menschen begleiten. Wenn wir also nicht nur Verantwortung tragen für den Ist-Zustand, sondern auch eine Vision haben dafür, dass so ein Kreis wachsen kann, dass wir Verstärkung haben können. Ich denke, gute Leiter macht es auch aus, dass sie nicht nur den Blick dafür haben, dass die Bedürfnislage in irgendeiner Form gestillt wird, sondern dass sie sagen, wir haben Prioritäten. Jeder muss dort genau an den Punkt gelangen, wo er am meisten Frucht bringen kann. Und wir müssen immer mehr Menschen mit in die aktive Nachfolge hineinholen. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man Geschwister sieht, die Gott begabt hat, die in die Passivität hineinfallen oder sich fallen lassen. Das sind ja auch Entscheidungen, die man trifft. Das ist nicht etwas, was einfach übereinkommt. Man sieht ja, es ist Bedarf da, immer im Reich Gottes. Jesus hat uns das vor Augen gestellt und er sieht ja schon, es sind weniger Arbeiter da, eine große Ernte. Und wir sollen dafür beten. Und dieses Beten ist ja was Aktives. Es ist Gott bitten, dass er uns die Weisheit schenkt, auch Menschen anzusprechen, Menschen auch zu integrieren in bestimmte Arbeitsgruppen. Ja, die herauszufinden,
ne, die auch dann einzusetzen, zu segnen für ihren Dienst. Das sehen wir hier in Vers 6 sehr deutlich. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Also sie legen ihnen die Hände auf, sie segnen sie ein in ihren Dienst, also für einen vollmächtigen Dienst, für einen Dienst, der gesegnet und der reichhaltig und voller Frucht ist. Und ich denke, ja, das ist nicht irgendwie nur eine symbolische Handlung, sondern das ist eine Zurüstung. Und das wollen wir auch als Pastoren immer im Blick haben, wenn wir Leute sehen, wo sagen, hey, die wollen wirklich für längere Zeit einen Dienst tun, dann wollen wir sie einsegnen, wollen ihnen Gottes Segen zusprechen, wollen wirklich auch ihn einsetzen vor der Gemeinde. Nicht, dass man stolz wird und sich überhebt, sondern, ne, wer von euch der Größte ist, der sei euer aller Diener. Aber dass wir auch erkennen, okay, es gibt gewisse Strukturen, es gibt Leiterschaft, die respektiert ist und ja, und da braucht es auch viel Gnade und Segen, um den überhaupt auszuführen, diesen Leitungsdienst. Ja, im Tempeldienst wurden die Hände nur in zwei Fällen aufgelegt, entweder beim Opfer oder bei der Ordination, also wenn jemand in sein Amt eingesetzt worden ist. Und wenn wir das übertragen auf unsere Zeit, wir segnen ja auch oft, dann können wir das davon nicht loslösen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Also Reich Gottes ist Nummer eins in unserem Denken, in unserer Nachfolge. Und wenn wir gesegnet werden, bedeutet es automatisch auch, dass wir in diese Richtung gesegnet werden. Wir können uns nicht segnen lassen, nur für unser Privatleben. Ja, also segne meine Ehe, dass das alles schön ist, dass wir uns da wohlfühlen, dass wir merken, wir werden durch dich bewahrt. Es hat automatisch auch etwas damit zu tun, dass ich sage, ich vertraue dir, auch wie du mich gebrauchen willst, wie du uns gebrauchen willst, auch als Ehepaar, um das Reich Gottes in irgendeiner Weise zu erweitern, angefangen bei uns, in unserer Familie und dann nach außen hin. Und genauso auch in anderen Bereichen, da wo wir segnen, wo wir auch Kinder segnen, da segnen wir sie nicht nur für die Schule, dass da alles klappt, dass sie schön lernen, dass aus ihnen was wird und so weiter, sondern wir segnen sie ja auch dafür, dass sie als Menschen heranwachsen, die Liebe Gottes auf Schritt und Tritt spüren, dass sie wissen, sie werden von Gott auch geleitet und geführt zu einem Dasein, das Frucht bringt, einem Leben, auf das sie mal zurückblicken sollen und sagen können, das war ein richtig gutes Leben an der Seite mit Gott. Ja, zum Schluss haben wir dann noch diesen wunderbaren Vers 7. Und das klingt fast wie eine Verheißung. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester im Glauben gehorsam. Und was wir nicht angesprochen haben, ich will es nicht wiederholen, was wir am Anfang gesagt haben, aber was noch zu ergänzen wäre, wäre der letzte Begriff, nämlich Gehorsam. Es wird in einem Atemzug genannt mit zum Glauben kommen. Und bei den Priestern, da wird vorausgesetzt, dass sie ja schon eine ganze Menge wussten. Aber was sich verändert hat, war jetzt nicht unbedingt das Wissen, sondern was sich verändert hat, war, dass sie Gott gehorsam wurden. Ja, im Vertrauen zu Gott leben, ne? Also Pistis, das Wort Vertrauen, Glauben hängt auch immer mit Vertrauen ganz eng zusammen. Gott treu sein, gehorsam sein, das ist eigentlich ein Bedeutungsstrang. Das kann man gar nicht voneinander trennen. Wir trennen das oft leider, fälschlicherweise. Wir denken, oh, Glauben ist so ein Fürwahrhalten Dinge, die wir nicht sehen. Und ja, wir müssen uns immer angewöhnen, das heißt Vertrauen, aber vollends voll Vertrauen, wirklich mit ganzem Herzen richtig drauf setzen. Und wenn du richtig drauf setzt, weil du drauf vertraust, dann kannst du auch sagen, hey, ich gehe diesen Weg treu. Gott hat ihn mir gezeigt. Der mag für manche Leute keinen Sinn ergeben. Der mag manche Opfer abfragen oder nötig machen. Aber ich gehe diesen Weg, weil Gott mir gezeigt hat, ich will Gott treu sein. Ja, und ich will seinem Wort treu und gehorsam sein. Und dann werden wir Frucht sehen. Das ist nicht immer der bequeme Weg. Das ist oft der steile und der enge Weg. Aber Gott segnet den. Und hier wurde die Gemeinde auch gesegnet. Hätte sich auch leicht machen können, hätte irgendwie sagen können, ja, wir versorgen hier nicht alle Witwen, wir können nicht alle versorgen, wir wollen das auf diesen und jenen Personenkreis beschränken oder sollen doch noch andere, vielleicht die Juden hier noch einen Dienst tun und andere Synagogen und wir werden uns einfach, so ein bisschen rausziehen. Klar, man kann nicht alle Nöte der Welt, kann man nicht versorgen, aber doch zu sagen, hey, wir sind Gott gehorsam, wir folgen Jesus nach, wir geben Opfer und dann werden wir auch gesegnet und gesegnet zu Dingen,
Dinge zu machen und zu tun, die eigentlich aus menschlicher Kraft, menschlichen Vermögen nicht möglich wären, aber die Gott möglich macht, weil er sie segnet. Man kann nur dafür werben, dass wir auch als Gemeinschaft, aber jeder Einzelne sich danach ausstreckt, Gott so sehr zu vertrauen, dass wir, wenn es auch mal schwierig wird in Situationen, wenn wir merken, wir werden da herausgefordert, dass wir dann nicht alles von uns lassen und Nein sagen, sondern dass wir in dem Vertrauen auch Gott gegenüber Ja sagen. Und das ist Gehorsam, mehr mit ihm zu rechnen, als wir es vielleicht bisher getan haben. Und dann kommt etwas Gutes dabei raus. Gott will uns nicht in eine Sackgasse führen, Gott möchte uns nicht in eine Falle locken, sondern er möchte uns das Leben, die Fülle geben. Und das werden wir nur erreichen, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir die Schritte tun, die er uns empfiehlt. Ja, Amen. Amen. Ich würde da zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir ja auch so viel von der Urgemeinde lernen dürfen. Ich möchte dir danken, Herr, dass du ja uns alle begabt hast. Herr, du hast uns mit so vielen Talenten beschenkt. Und Herr, ich möchte auch gerade bitten, dass du uns Pastoren, Gemeindeleitung auch zeigst. Herr, wo sind die Leute mit Begabung, mit Talenten für die verschiedenen Bereiche? Und dass wir, Herr, dass wir sie suchen, Herr, dass wir auch untereinander schauen, Herr, wer hat welche Gaben, wo ermutigen, wo loben wir. Herr, das gibt so viele auch unentdeckte Gaben und Talente. Und Herr, ich möchte wirklich bitten, dass jeder einfach in der Gemeinde seinen Platz findet, Herr, wo er ein Segen sein kann, Herr, wo er durch dich gebraucht wird, wo er einen Unterschied macht, auch für seinen Mitmenschen, Herr, wo wir einander im Blick haben, wo wir wirklich in Nächstenliebe einander dienen. Und ich möchte dir danken, dass, Herr, diese Verse gezeigt haben, Herr, dass das möglich ist, Herr, dass wir da zusammenarbeiten können, Herr, auch große Probleme, ja, mit deiner Hilfe, voll des Heiligen Geistes, aber auch in Einheit überwinden können. Und ja, Herr, ich bete das auch für unsere Gemeinde, Herr, dass wir noch mehr zusammenwachsen, Herr, zu einer Gemeinde, Herr, die füreinander eintritt, Herr, die einander ermutigt und stärkt und die einfach deinen Segen im vollen Maß erlebt. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen.